die möglichen Risiken oder Nebenwirkungen werden heruntergespielt. Keine Zwangsimpfung von Kindern. Dass angeblich weltweit keine schweren Nebenwirkungen beobachtet wurden. Die Impfpflicht soll für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen sowie für Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen gelten. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. Seit wir auf der Welt sind, wurde uns suggeriert, dass Impfen sein muss und es hat sich etabliert. Und bohrst du zu tief, wird das Ganze dann zensiert. Sind wir fremdbestimmt? Sag mir, wer regiert? Wir heben unsere Hände, während wir marschieren. Ein Kampf um die Freiheit, wir dürfen nicht verlieren. Wir entscheiden selbst, was wir injizieren. Hausgemacht, Patente auf Viren. Sie drohen dir mit Ausschluss, zeigen dir die Richtung. Bald für sie Alltag in jeder Einrichtung. Gesellschaftliche Ächtung, wir halten noch dagegen. Kein Paradies auf Erden, kein Garten Eden. Sag, was bist du wert? Die Verschwörung ist im Gange. Geld, noch mehr Geld, machst du nur mit Kranken. Die Muster sind zu deutlich für uns zu erkennen. Politikkonzerne kannst du nicht mehr trennen. Für alles auf die Pillen lindert der Symptome, die Ursache bleibt da, höhen noch schnell die Dosis. Es ist allesamt zu viel, sagen die da oben. Es geht um Ressourcen, es dreht sich nur um Kohle. Für alles auf die Pillen lindert der Symptome, die Ursache bleibt da, höhen noch schnell die Dosis. Es ist allesamt zu viel, sagen die da oben. Es geht um Ressourcen, es dreht sich nur um Kohle. Die Steuer-ID kommt noch vor dem Kindergarten, vorgekaute Meinungen. Wenige, die hinterfragen, Medienhäuser eingedommen. Strache der Beweis, die Moral ist auf Abweg. Der Zug ist entgleist, wer die Tagesthemen schaut, glaubt, übelst ist Schwachsinn. Sämtliche Sektoren sind mit Lügen behaftet. Wenn gut, dann ist gut, ihr treibt uns in die Enge. Blind sind die Schafe, blind ist die Menge. Ihr nehmt uns unser Recht, zu impfen oder nicht. Alles fadenscheinig, sick, wirklich sick. Keiner traut der Politik. Alle sind am Schimpfen, Sparen ist auf Fehlerfang, zur Pflicht wird das Impfen. Keiner bricht unseren Willen, wer wohl hier die Fäden zieht. Ich nenne es Vorsatz und nicht präventiv. Leider ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Impfen dein Danke, bild dir dein Urteil. Für alles auf die Pillen, lindert der Symptome. Die Ursache bleibt da, höhlen noch schnell die Dose. Wir sind allesamt zu viel, sagen die da oben. Es geht um Ressourcen, es dreht sich nur um Kohle. Für alles auf die Pillen lindert der Symptome, die Ursache bleibt da, höhen noch schnell die Dosis. Wir sind allesamt zu viel, sagen die da oben. Es geht um Ressourcen, es dreht sich nur um Kohle. Ich finde, dass es nicht sein kann. Ich finde, es ist eine Entmündigung des Bürgers. Was ist das auch für ein Bild, was ein Staat von einem Menschen hat, dass er glaubt, Menschen können nicht selber die Verantwortung tragen bzw. auch eine Entscheidung treffen? Die Sterblichkeit an Masern ist schon zwischen 1900 und etwa 1967, als die ersten Masernimpfungen auf den Markt kamen, um 99,9% zurückgegangen. Und heutzutage haben wir wirklich Masernerkrankungsraten in Deutschland. Etwa 500 bis 600 pro Jahr. Das sind 0,000638% aller Bundesbürger. Kein Grund für eine Zwangsimpfung.